Heute wurde das neue Landesnaturschutzgesetz verabschiedet. Warum war die Novelle notwendig? Für die Novelle gibt es zwei Gründe. Zum einen passen wir das alte Landschaftsgesetz an die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes an. Zum anderen reagieren wir mit unserem Gesetz und besseren Vorschriften auf den Zustand der Natur hier auch in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 45% Arten, die gefährdet sind oder zum Teil sogar schon ausgestorben sind. Und wir wollen eben erheblich mehr tun für mehr Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen. Was sind aus deiner Sicht die Kernpunkte des Gesetzes? Die Kernpunkte des Gesetzes sind zum einen die Schaffung einer neuen Schutzkategorie mit den Wildnisentwicklungsgebieten. Wir schaffen ein Biotopverbundnetz, das über 10% der Fläche von Nordrhein-Westfalen umfassen wird. Und damit bilden wir das Rückgrat der Natur neu aus in Nordrhein-Westfalen. Wir werden den ehrenamtlichen Naturschutz stärken und wir werden die biologischen Stationen finanziell dauerhaft und besser absichern. Also alles in allem rund um ein gutes Paket für den Naturschutz in Nordrhein-Westfalen. Nun gibt es Stimmen aus der Landwirtschaft und von Unternehmen, die sich über zu strenge Regeln beklagen. Was sagst du denen? Wir haben einen langen Beratungsprozess gehabt. Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit Nutzern, mit den Bauern, mit den Waldbesitzern, mit Reitverbänden. Und wir haben viele Anregungen, die von dieser Seite kamen, auch aufgenommen und in das Gesetz eingearbeitet. Und ich glaube, das beste Beispiel für die Zusammenarbeit auch mit Nutzern ist der Kompromiss, den wir bei den Streuobstwiesen gefunden haben. Wir haben jetzt da auf eine freiwillige Vereinbarung gesetzt, die greifen wird, wo Naturschützer und eben Besitzer dieser Streuobstwiesen gemeinsam dafür sorgen wollen, dass die für den Naturschutz so wichtigen Streuobstflächen erhalten bleiben und vielleicht sogar in Zukunft noch weiter ausgebaut werden.